Ja, hallo meine lieben Mittelalter-Fans da draußen und herzlich willkommen bei unserem ganz, ganz eigenen Trip in Kingdom Come Deliverance. Wir haben uns mit Hexenflugsalbe einreiben lassen und dass da vorne ist eine Henne, eine Sau und ein Pferd, dass eigentlich drei Frauen sind, die sich das damit auch eingerieben haben. Und jetzt passieren Dinge. Hallo Pferd. Was soll ich jetzt tun? Pferd? Was mache ich jetzt mit dem Pferd? Da ist Feuer. Was soll ich jetzt tun? Hallo? Was soll ich jetzt im Teufel tun? Optional treibe es toll mit den Frauen. Was? Ja, was soll ich denn machen? Ich bin doch hergekommen zum Pferd. Was soll ich jetzt mit dem Pferd machen? X? Nee. Anklicken geht auch nicht. Huhn. Was soll ich jetzt machen? Ich kann nichts machen. Ja, und sonst so? Hier ist ein Feuer. Ich kann zu dem Pferd laufen. Aber sonst nichts machen. Ich bin... Ja, gok, gok, gok. Na, Pferd? Nicht Pferd. Schwein. Keine Ahnung. Was zum Teufel? Also in dem Fall wirklich was zum Teufel, ne? Sie hat gerade gesagt, ich soll herkommen. Ich hab's getan. Hallo? Muss ich auf sie draufspringen oder was? Gibt's da irgendwie einen Münzeinwerfer? Ich weiß es nicht. Hallo? Ich hab das Gefühl, wir haben uns festgebackt. Was ich irgendwie schlecht finde. Na du? Ich kann übers Feuer gehen. Ich bin ein Zauberer. Was passiert, wenn ich jetzt weggehe? Endet's dann? Ach, dann komme ich wieder hier raus. Ich bin jetzt in einer Endlosschleife hier. Schleich, schleich. Ja, das ist jetzt ganz großes Kinospiel. Ich habe ein Schwert. Ich kann mein Schwert ziehen. Das kann ich tun. Was soll ich jetzt? Wie sehe ich denn aus, um Gottes Willen? Soll ich jetzt noch meine Hosen ausziehen oder auf was läuft das Ganze jetzt hier hinaus? Also weniger anhaben kann ich nicht. Ja, ich bin gerade eben schon schwerwiegend verwirrt. Denn egal, was ich tue, es geht nicht. Geht das vielleicht nicht, weil ich hier immer noch diesen blöden Buff habe? Den Platzhirsch? Blumenkind? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sie hat einfach nur gesagt, komm her. Oh, warte, was? Was? Warum? Was? Schloss knacken? Was passiert hier? Ich stelle mir vor, das ist echt eine Frau, die für mich aussieht wie ein Pferd. Und sie will mit mir Sex haben und dafür muss ich ihr Schloss knacken. Was? Im wahrsten Sinne des Wortes in ihr rumschrauben oder wie? Oh Mann. Das war heftig. Oh, mir ist schon wieder so komisch. Was ist dein Problem? Wird das jetzt langsam mal was, oder nicht? Ich will einfach nur schlafen. Scheiße aufs Schlafen! Was war das? Was ist das? Verdammt!
jemand? Oh je. Ich wette, das ist nicht gut. Meine Gebete wurden erhört. Was? Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Hey, 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 hey. Das wird mir eine Freude. Wow. Oh, fuck. Sag mal, ich hab doch ein Schwert. Aha. Was ist hier gerade passiert? Warum? Da sind Banditen gekommen. Mit Dornenkeulen. Und der liegt ja auch so rum. Leise Treter. Oh, das klingt doch gut. Graue Tunika, braune Beinlinge. Haltbarkeit, Sichtbarkeit. Mhm. Berichte dem Gemeindepfarrer, was geschehen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die beste Idee des Tages ist. Ich bin leicht verletzt, wie man sieht. Oh Gott. An der Stelle muss man wieder sagen, schade. Ein bisschen schade, dass sie es nicht animiert haben. Also so mit einem Filmchen oder so, ne? So wie mit unserem lieben Freund, dem Pfarrer. Das wäre noch so ein bisschen extra gewesen. Ich bin ja immer noch im Kampf. Ich bin hier noch im Kampf. So wie das aussieht. Die Frauen sind allerdings entkommen. So, warte mal, dann muss ich jetzt hier nach, genau, nach Osten. Nach Osten muss ich. Also das war schwer verstörend. Keine Macht in Drogen, liebe Kinder. Sonst passiert so ein Scheiß. Ach, deswegen, den haben wir vorhin tatsächlich gesehen. Das war für uns wirklich wie so ein... Ja, wie so ein Teufelserscheinung, sage ich jetzt mal. Also so Dämon. Ich bin immer noch im Kampf. Ich weiß nicht, was ich davon zu halten habe, dass ich immer noch im Kampf bin. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Würde mich echt interessieren. So. Ich habe mehr über das Uschitzer Hexenwerk rausgefunden. Sag bloß. Ja. Die Frauen haben eine Flugsalbe vom Kräuterwald bekommen und beschwören damit den Boxbeinigen. Um Himmels Willen. Ich bin ihnen bis zum Ort ihres Hexensabbats gefolgt. Sie haben den Teufel beschworen, sind ums Feuer getollt. Oh mein Gott! Was noch? Die Weiber haben wegen der Salbe den Verstand verloren und sich aufgeführt wie toll. Dann kamen ein paar Holzfäller angestürmt und wollten dem Hexentreiben ein Ende machen. Jesus, wie ging es aus? Ich musste die Holzfäller erledigen, um die Weiber zu retten. Christi Blut, wie konntest du nur? Dieses sinnlose Morden. Die Männer meinten es gut. Gab es keinen Weg, ein Blutbad zu vermeiden? Die Holzfäller waren rasend vor Zorn und Blutgier gegen die Frauen. Denen war mit Vernunft nicht beizukommen. Es muss einen Weg gegeben haben. Warum sagt er jetzt Holzfäller? Es waren Banditen, das stand sogar dran. Ich tat, was für die, was in meiner Macht stand. Ja. Ich tat, was in meiner Macht stand. Aha. Dem Herrgott entgeht nichts. Bete für die Seelen dieser armen Christenmenschen. Bete, denn an deinen Händen klebt Blut. Zumindest weißt du jetzt, wo ein Tanz mit dem Teufel hinführt. Bete für ihre Lieben und um unser beider Seelen willen, denn uns trifft Mitschuld. Geh, lass mich mit dem Herrn allein. Ach, Mist. Oh, das ist jetzt extrem ärgerlich, dass es so gelaufen ist. Berichte dem Kräuter, weil wie die Sache mit dem Flug ausgegangen ist. Ich möchte jetzt mal was machen, Leute. Ich will gerade eben mal gucken,
Was wäre der nächste Speicherstand, den wir laden könnten? Diebische Müller, Peschek. Das ist alles verdammt weit her. Von der Uhrzeit her. Das wäre noch am Anfang. Das ausgebüxte Pferd. Was? Ich weiß jetzt gerade eben nicht, was hier gerade passiert. Ach, schade. Das muss man wohl ein andermal rausfinden. Gut, ich bin immer noch im Kampf und verstehe nicht, warum. Gut, wir gehen jetzt zum Kräuterweib. Also, es kann auch gut sein, dass es einfach nur ein Anzeigefehler ist. Es ist nur eine Nachwirkung. Ich sehe jetzt überall den Teufel. Wo wohnt das Kräuterweib? Irgendwo da drüben. Ach, ich glaube, ich muss wirklich dem hier folgen. Die andere Straße oder andere Weg. Also, es wäre schon interessant zu wissen, was passiert wäre, wenn die Damen... Ja, wenn ich mich nicht eingemischt hätte. Wie gesagt, ich wollte mich nicht einmischen. Ich wollte mich eigentlich nur im Busch verstecken und dem Ganzen zuschauen. Und auf einmal geht dann ein Video los und ich dachte... Was ist denn da los? Oh. Humanen. Musst du jetzt weinen? Großartig. Muss aufpassen, nicht die Falschen treffen. Okay, den einen habe ich erledigt. Sind das Banditen oder wer kämpft da? Hört hier, was an. Der lebt ja noch. Ich kann ihn nicht treffen, ey. Na, na, na. Junge, Junge, du bleibst da. Haha, eine verpasst. Er ist erledigt. Und was seid ihr? Ihr seid keine Gegner, oder? Scheint nicht so. Was für ein Wappen tragt ihr? Wächter. Ja, sehr gut. Gut. Dann kann ich hier noch ein paar Sachen... Oh Gott, der trägt eine Meile in der Brigantine. Hm, Kettenbeinlinge sind auch ganz schön was wert. Kumanische Anführerhelm. Silberne Sporen. Okay, ich bin damit jetzt zu meinen... ersten silbernen Sporen gekommen. Kann die jetzt hier einfach ausnehmen. Ein Apfel. Was ist denn das? Ein böhmischer Ohrlöffel. Warum schreien die jetzt so rum, die Deppen? Schwere Lamellenrüstung. Die tun so, als ob sie mich nicht hören würden. Kumanische Axt. Brot kann man auch noch nehmen. Salami. Sonst haben die nichts dabei, was irgendwie was wert wäre. So. Aufsitzen. Was ist denn dieser Ohrlöffel? Stangenwaffe? Was? Die kann ich nicht benutzen. Seltsam. Ich habe eine Stangenwaffe gefunden, aber ich kann sie nicht benutzen. Moment, jetzt vielleicht? Kann sie nur fallen lassen. Keine Ahnung, ich habe einen böhmischen Ohrlöffel. Kann es nicht mehr dem Pferd geben. Eine Stangenwaffe für den Kampf und die Jagd. Ihr eigenwilliger Name rührt von den zwei hervorstehenden Aufsätzen unter der Spitze her, die verhindern, dass die Klinge zu tief in das Fleisch des Feinds oder der Jagdbeute eindringt. So kann die Waffe schnell für weitere Stiche herausgezogen werden. Aha. Faszinierend. Ja gut, dann kommt das jetzt hier mal in die Satteltasche. Dann durfte ich eigentlich schon nicht mehr überladen sein. Ah doch, ein bisschen bin ich's noch. Weil der Ohrlöffel so schwer ist.
Ja, die silbernen Sporen, die ziehe ich jetzt an. Der Kugel noch weg. Die leise Drähte kommen weg. Ach, das muss auch noch weg. Alles muss in die Satteltasche. Immer noch überladen. Jetzt schlägt es aber 13. Ich kann noch die Salami essen. Und ansonsten... Na gut, ich könnte mal diesen Wein trinken. Hey, krass. Das habe ich einiges an Lebenspunkte gewonnen. Und jetzt bin ich nicht mehr überladen, aber ein bisschen beschickert. So, jetzt muss ich gucken, wo es weitergeht, um bei der Dame anzukommen. Bei der Kräuterdame. Wo war denn das? Um Gottes Willen, wo war denn das? Wie soll der sein? Ach, da! Einen Marker setze ich jetzt mal dahin. Genau, in der Richtung. Tja, wie gesagt, hier schleichen Kumanen rum. Das ist witzig, das ist nach wie vor interessant, dass wir jetzt die am Ende für Holzfäller gehalten haben, aber eigentlich waren es Banditen. Zumindest was dran stand. Ich meine, warum sollten Holzfäller des Nachts da plötzlich auftauchen und Frauen im Wald angreifen? Die irgendwie so geistig verwirrt wirken. Ne? Wirkt auf mich jetzt auch nicht unbedingt logisch. So, zack. Ich bin trotzdem noch ein bisschen überladen, stelle ich gerade fest. Ich war beim Sabbat der Uschitzer Weiber. Und, wie lief's? Die Weiber haben einen Veitstanz aufgeführt, weswegen die Holzfäller dachten, es wären Hexen. Sie fuhren unter sie, wollten sie tothauen. Jesus Christus. Und wie ging es aus? Ich habe sie alle getötet. Getötet? Allmächtiger. Du hast die Männer getötet, die bloß nach dem Rechten sehen wollten? Ich hatte keine Wahl. Sie wollten die Hexen um jeden Preis töten. Mit denen war nicht zu reden. Es tut mir leid. Heilige Maria, Mutter Gottes. Du weißt, dass ich's gut meine. Vergib mir und sei mir gnädig in meiner letzten Stunde. Und was dich betrifft, geh besser. Gott behüt dich. Gott behüt dich, sagt sie dann trotzdem noch. Keine Ahnung, was das jetzt gerade eben wieder sollte. Okay, das haben wir jetzt gemacht. Ich bin immer noch schwer verwirrt über das, was hier passiert ist. Kann ich irgendwie noch was... Ein unbekannter Trank. Ich glaube, die sollte ich besser fallen lassen. Alle beide. Könnte besser sein. unbekannte Tränke schleife ich nicht mit mir rum. Definitiv nicht. Ist ja Nahrung. Gift. Bin immer noch überladen und weiß nicht, was ich machen sollte. Um das zu ändern, ist egal. Ich möchte jetzt hier nochmal ganz, ganz kurz einen Teil des Waldes da oben aufdecken. Ich bin immer noch offiziell im Kampf. Seitdem das passiert ist, bin ich im Dauerkampfmodus. Keine Ahnung, ob das Auswirkungen hat. Ich tippe darauf, es ist ein Anzeigefehler. Wo bin ich jetzt? Ich habe hier auf jeden Fall was aufgedeckt. Ich könnte eigentlich nochmal ganz, ganz kurz mal gucken, jetzt wo wir gerade eben hier sind. Bezüglich Schatzkarte. Schatzkarte 5 habe ich ja schon mal versehentlich angeguckt. Genau, Schatzkarte 4 war... Genau, das habe ich gefunden. Mist. Was ist mit Schatzkarte 4? Ach, das hatte ich doch auch schon... Hatte ich das schon geholt? Ich glaube, ja. Das hatte ich schon geholt. Bloß noch nicht geguckt gehabt. Und Schatzkarte 5? Ach Gott, das war das. Ja. Warte mal, da ist eine Burg? Mine? Ey, das ist definitiv. Das ist definitiv Skalitz. Würde ich sagen. Ich
würde sagen, das ist Scarlets. Aber ich bin immer noch überladen. Was mache ich jetzt damit? Ich lasse jetzt mal diesen böhmischen Ohrlöffel fallen. Was soll ich denn damit? Der muss doch jetzt eigentlich irgendwo rumliegen. Wo ist der jetzt? Er ist weg. Nee, da ist er. Aufheben? Aha. Aha. Irgendwie eine ziemlich lame Animation. Also ich kann das Teil aufnehmen, aber nichts damit machen. Ja, was mache ich jetzt damit? Das habe ich wieder fallen lassen. Blödes Teil. Aber jetzt bin ich immerhin nicht mehr überladen. Ich finde es schade, dass man Stangenwaffen nicht sinnvoll benutzen kann. Okay, wieder nach Scarlets. Wie gesagt, da führt mich jetzt mein Weg mal hin. Denn wie gesagt, wir waren das letzte Mal in Scarlets, es ist schon wieder ein paar Folgen her, weil wir ja dort einen Schatz bergen wollten. Das muss doch gehen. Was ist jetzt los? Überfall? Überfall auf dem Weg, Erfolg. Jetzt lädt es wieder, die versammeln sich um mich rum, bevor ich noch irgendwas tun kann. Ich will hier durch. Was, das ist deine Straße? Bist du bescheuert? Ist der bescheuert, der Typ? Muss er sein. Jetzt holt er mich echt vom Gaul runter. Wisst ihr, wozu habe ich diese tollen Sachen, wenn die mich sowieso alle runterziehen können? Ich habe schon so dermaßen das Ganze geübt. Boah, der ist gut. Sag mal. Boah, ey. Und er ist erledigt. Bandit, ey. Schwert des Jägermeisters. Ach, Gnadenstoß. Ja dann, tschüss. Ui. Hohoho. Das war die rabiate Methode. Katerbier hat er dabei. Trank des Barden? Locke die Zunge, lässt Hemmungen schwinden, erhöht die Redekunst für 10 Minuten um 5 Punkte. Mhm. Keine Ahnung, ey. Ich weiß nicht, was ich davon zu halten habe. Ich kämpfe gerade eben ohne Schild, wie man gerade gesehen hat. So, jetzt reiten wir da mal hoch. Und wie gesagt, das muss ja dann von da oben ausgehen. Dann müssen von da oben die Straßen abgehen. Und dann müssten wir diesen Schatz finden. Hoffe ich. So, Moment. Ah, genau. Das ist genau die Stelle. Das ist die Stelle. Es sind drei Wege abgegangen. Drei Stück, exakt. Moment. Seht ihr, was ich meine? Genau, das sind die drei Wege. Jetzt muss ich den linken Weg folgen, über eine Brücke, dann hoch zu einer Hütte. Genau in der Mitte zwischen zwei Seen. Jetzt habe ich ein Problem. Und schon weiß ich nicht mehr, wo ich hin soll. Ich muss einfach dem Weg jetzt außenrum folgen. Ist ja kein weiterer Weg eingezeichnet, ne? Das verwirrt mich jetzt schon wieder hart.
Aber nach Westen geht's. Jetzt gucke ich einfach mal, ob das jetzt hier so stimmt. Warte mal, das könnte natürlich auch das hier gewesen sein. Man weiß nicht, wie das Ganze hier zu verstehen ist. Hier ist auf jeden Fall diese Brücke. Nehme ich mal an. Oder auch nicht. Und das wirklich entlang des Flusses nach oben. Also nicht dem Weg folgen. Jetzt müsste der Weg hier allerdings auch mal ein bisschen, oder der Fluss ein bisschen breiter werden. Vielleicht, ah, das hier wäre der Weg gewesen. Und jetzt ist es hier breiter. Und da, wo es wieder dünner wird. Huiuiui. Muss ich dann nach Westen abzweigen, so wie das für mich aussah. Oh, fuck my life, ey. Was ist denn hier? Ah, hier wird's dünner. Hier wird sogar richtig drastisch dünner. Seht ihr? Und bevor es wieder dicker wird. Shit, jetzt bin ich im Wasser. Hoppala. Muss ich wahrscheinlich jetzt nach Westen. Oh Gott, ey, die Büsche, ey. Backst du voll dran fest? So, wo geht's jetzt hier weiter? Ich muss erstmal gucken, ne? Ich will erstmal wissen, wo es jetzt hier wieder breiter wird. Es wird hier nirgendwo breiter. Also nochmal ganz, ganz kurz gucken. Ne? Es ging irgendwann mal nach Westen. Es war eine Hütte. Wahrscheinlich sind wir sogar hier ziemlich genau richtig. Irgendwo muss eine Hütte jetzt kommen. Im Wald oder so. Die durfte ich ja auch so finden. Es durfte jetzt hier nicht so viele Hütten geben. Denn doch wäre das eine sehr, sehr ungenaue Schatzkarte. Da ist eine Hütte, ich sehe sie. Boah. Ja, das ist eine kaputte Hütte. Jagdgebiet Hirsche. Ja, so ein Hirsch wurde angezeichnet. Dann muss es irgendwo hier sein. Ist es das hier? Oh Gott, ein sehr schweres Schloss. Was ist denn das für ein Witz? Wie soll ich denn das öffnen? Das Schloss ist zu kompliziert. Ja, man kann es gar nicht öffnen. Schönen Schrank auch. Ey, wie soll ich denn das machen? Ey, das ist lame. Das ist richtig hart lame. Wir haben es, glaube ich, gefunden. Können aber damit jetzt nichts machen. Na gut. Dann halt normale Schatzkarte 5. Was ist, wo führt das hin? Habe ich das schon gefunden? Das habe ich auch noch nicht gefunden, ne? Tallenberg, Meerhojet. Das habe ich auch noch nie gefunden. Habe ich einiges gefunden. Also Tallenberg, Meerhojet. So, eigentlich müsste ich nach Tallenberg reisen. Um das richtig zu machen. Das machen wir jetzt auch. Wieder durch Skalitz. Also wir hätten es gefunden, aber wir können dieses blöde Schloss nicht öffnen. Ich habe auch keine Ahnung, was ich können muss, um ein sehr schweres Schloss überhaupt öffnen zu können. Kann ich das eigentlich abbrechen, das Laufen? Nee, das kann man nicht. Was? Das ging jetzt aber hardcore schnell. War auch nicht so gut für die Grafik. Hohoho. Das muss jetzt erstmal alles hier nachgeladen werden. Oh Gott, ging das schnell. Da sieht man erstmal, was die billigsten Texturen, die das Spiel beinhaltet, ne? Was die so können. Also gut, ich... Hä? Tallenberg? Ach, das ist Norden. Aha, so muss ich das gucken.
Und dann gibt's also einen Weg. Das ist südlich von Talmberg und östlich von Merhojet. Und da läuft so ein Fluss. Südlich von Talmberg gibt's so einen Fluss. Ja, das ist dann der hier. Eigentlich muss es irgendwo hier sein. Gucken wir nochmal ganz, ganz kurz. Gibt es ja vielleicht auch noch einen Weg, der eingezeichnet ist? Ja. Talmberger Weg kommt runter zur Straße zu Merhojet an einer Windmühle vorbei. T-Kreuzung folgt darauf. So, runterwärts. Das wird das hier sein. Ja, das ist das hier. Ich mache jetzt mal erstmal hier ein X hin. Da gehen wir jetzt erstmal hin, Leute. Am Ende dieser Folge. Gucken wir mal, ob wir es noch hinbekommen. Ich weiß, dass wir schon wieder 30 Minuten haben, aber der eine oder andere von euch freut sich sicherlich, dass es noch mal ein bisschen länger geht. Jetzt habe ich endlich begriffen, wie ich das Ding zu lesen habe, ey. Grundlegend wichtig, sowas lesen zu können. Zu gucken, wo Norden ist. Das hilft manchmal sehr weiter. Oh fuck, jetzt muss ich außen rum. Zack. Also wie, was ich vorhin gemeint habe, ne, mich stört es halt immer noch, dass egal was ich tue, Gegner ziehen mich immer vom Gaul. Immer. Als ob es nichts Leichteres gäbe. Ach, come on. Ich wollte gerade sagen, du wirst doch da wohl hochkommen. Hat man schon so ein tolles Pferd und es kommt erst nicht da hoch. Sag mal, haben die hier extra Büsche hingemacht, dass man da nicht durch kann, oder was? Das ist jetzt hier die Windmühle. Davon gehe ich schwer aus. Jetzt müssen wir nur noch zu diesem Weg kommen. Das wird wahrscheinlich jetzt hier diese Stelle sein. Ja, das ist diese T-Kreuzung. Und jetzt müssen wir gucken, wo wir da... Da müssen wir dann rechts runter. Und dann kommt nochmal so ein... Da kommen wir auf so einen Flusslauf zu. Also muss ich da runter. Genau, hier, da. Da muss ich irgendwie hin. Irgendwie hier. Irgendwie hier. Gucken wir nochmal ganz, ganz kurz. Bei einem Brunnen. Einfach bei einem Brunnen. Also in der Nähe dieses Punkts, den ich jetzt gesetzt habe, muss ein Brunnen sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diesen Schatz noch nicht gehoben haben. Wow. Uff. Au. Ragdolling. Au, fuck. Das ist mir jetzt noch nie passiert. Ich wusste, dass es passieren kann, aber es ist mir noch nie passiert. Einfach mal vom Gaul sich selber heruntergestoßen, ne? Und erstmal fröhlich durch die Gegend geragdollt. Hui. Was, jetzt bin ich ja schon hier. Bin ich schon da? Okay, dann muss es jetzt hier irgendwo einen Brunnen geben. Da ist der Brunnen! Und dann hier irgendwie. Na, das ist ja wohl nichts. Oder ist es der Brunnen selbst? Stehlen ist das? Krass. Hui. Nett. Gräser und Kräuter, Groschen. Modische Schlappen, fein verpönter Würfel. Rezept Ringelblütenaufguss. Cool. Also haben wir jetzt diesen Schatz ebenfalls gehoben. So, Dele. Wir sind leicht überladen, aber das kriegen wir hin. Wir können die Sachen nämlich einfach in den Gaul einlagern. So, in die Satteltasche. Und in die Satteltasche.
Das war's dann auch schon. Cool. Wir haben es geschafft. Wir haben einen weiteren Schatz gehoben, meine Freunde. Und jetzt kommen wir auch zu dem Schatz Nummer 6, um den mich jemand gebeten hatte. Ja, nee, noch nicht ganz. Ich muss eigentlich erstmal... Ich habe den Schatz Nummer 6 noch gar nicht. Scheiße. Was ist denn das für ein Schatz? Ledetschko. Von Ledetschko aus... Bei so einer komischen Mine. Ratai... Ledetschko. Hä? Moment. Das muss ja hier irgendwo sein. Ne, hier ist Ledetschko, ne? Ne, das muss ja irgendwie hier irgendwo sein. Keine Ahnung. Also ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal hier hin, denn ich muss ja jetzt erstmal wieder speichern, meine Damen und Herren. Wenn ich dran denke, dann machen wir beim nächsten Mal auch noch diesen anderen Schatz hier. Und dann muss ich erstmal den Schatz Nummer 6 finden. Denn um den Schatz, um den ich gebeten wurde, den mal zu zeigen, wo der ist, den habe ich selber noch nicht mal als Schatzkarte. Upp, was ist denn jetzt los? Es lädt komplett anders als zuvor, aber nicht auf die gute Art. Die Welt ist seltsam und schräg. So. Damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Genau, und hier backt alles rum. Macht's gut, ne? Tschüssi und ade. Ja, 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 ja. Das ist jetzt ein bisschen ein Mittagsschläfchen. Das tut gut.